Okay. Balkentwist. Jetzt so ein paar Eier, ne? Habe ich hier ganz schön keine. Also, habe ich immer volle Eier? Dreimal sogar. Dann nehmen wir uns mal eins. Die Musik. So, dann da hoch. Für ein paar Sternchen. Und dann noch mehr? Tatsache. Ah. Ich erinnere mich an das Level. Achso, die frisst einfach nur so auf. Das hier ist eins der Level, die Christian in seinen Awesome Songs drin hatte, glaube ich. Als Videomaterial. Could that be? Bin mir gerade nicht so hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Jetzt krieg ich 3000 Eier hinterhergeschmissen. Kommt mal wieder was. Oh no! RIP. Kommt mal wieder was von der Awesome Group! Yay! Gut, tschüss. Nochmal! Ohne Eier. Da oben kann ich mir jetzt auch sparen. Und am Ende so, ja, nee. Das waren die einzigen 10 Sternchen, die du außer dem Sternkreis bekommst. RIP. Hast halt Pech gehabt. Was ist gerade passiert? Ach, nur unser kleiner regulärer Drogentrip. Ich glaube, den haben wir gefühlt so einmal pro Stream. Kommt das hin, dass das so ein Level bisher war, so pro Stream? Okay, komm. So. Versuchen wir den Dingern mal auszuweichen. Kibitsch, danke für 58 Monate Treue. Super geil von dir. Nein! Wow. Da hat sich der Boden unter mir wunderschön weggewellt, sodass ich keinen Boden mehr unter meinen Füßen hatte. Und deswegen, don't do drugs. Denn plötzlich ist der Boden unter euren Füßen weg. So close. Weil ich keine Geduld mehr habe. Wo war da jetzt mein Rückstoß? Der hat sich diesmal komplett gespart. Oh Gott, da kommt schon die nächste Polle. Weg. Weg. Nein! Weg, 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 weg. Okay. Jetzt so ein paar Eier. Und Sternchen, die ich nicht in den Abgrund schmeiße. Ich wollte einen Stream zum Spaß haben und nicht zum Belehren. Sorry, Mann. Hätte ich? Ja gut, ich hätte auch da einfach wieder zurückgehen können. Kann man sich da mehr oder weniger die Sternchen so ein bisschen erfarmen? Nein.
wir das einmal zwischen. Gott. Durch ihn geschleudert worden. In die Unendlichkeit. So. Scheint auch nichts weiter zu sein. Offenbar. Und tschüss. So. Da, vorsichtig. Geht da! Nein, geht drauf, Yoshi! Also, nicht geht drauf. Ah, verdammt. Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich meinte, geht da drauf, nicht geh drauf. Die Dinge hauen einen echt gut weg teilweise. Jigeda? Jigeda. Genau das. Hab's richtig verstanden. Ist da noch was? Nein. Dann rollen wir den auch einmal davon. Ne? So. Sternchen? Natürlich. Selbstmordgefährdete Sternchen. Okay. Das war's schon. Level sind teilweise so kurz einfach. Aber gut. Das war's dann auch für unseren Schlumpf. Ich habe keine Bonus-Level mehr. Die Level sind teilweise richtig eklig und dann sind einfach so unglaublich kurz, dass ich mir denke, Und trotzdem brauchst du eine Viertelstunde. Hätte ich eine Viertelstunde fürs Level gebraucht? Okay. Dann auf in die kleine Festung. Stegos Festung. Also habe ich jetzt für beide zusammen eine Viertelstunde gebraucht oder für jedes einzeln? Fanta darf jetzt auch noch mal sein Finale geben. Beide einzeln. Wow. Merkt teilweise gar nicht, wie da die Zeit vergeht. Der Bu und seine ganze Familie. Komm mal, wir müssen weiter rüber. 100% Run ist bisher so geplant. Zumindest die normalen Level, nicht die extra Level. Ob ich die extra Level 100% mache, ob ich die überhaupt mache, ist die andere Frage. Sternchen? War da jetzt nur ein einziger drin? Oder sind die anderen einfach despawned, weil die zu weit oben waren? Ist wirklich nur einer drin. Was ein Bait. Hat sich ja gelohnt. Geh weg. DCDPD. Du gehst bitte nicht weg. Danke für 13 Monate Treue. Super geil von dir. Dich habe ich fast nicht gesehen. Aber auch nur fast. Einen haben oder nicht haben. Ja. Zumindest ist es genau der eine, der fehlt. Da brauchen wir einen Schlüssel. Sag bloß, Jan. Hätte jetzt keiner von den Zuschauern gemerkt, dass wir da einen Schlüssel brauchen. Oh no, it's a trap! Und die Trap hält mich gerade von meinen Sternchen weg. Hallo, recycelter erster Boss.
Kommen sie zurück? Was? Wo bist du hin? Zweiter Boss. Xilebo zählt nicht. Hallo? Bleiben Sie mal hier, ich muss sie töten. Ich zieh mal an den dran. Flupp. Das Geräusch war schon so ein kleines... Einmal bitte spucken. Danke. Und weiter. Floppy, geht's doch gut, oder? Ja. Mit Sicherheit. So. Er ist jetzt an einem besseren Ort. Alles ist besser als dieses Schloss. Ach, das ist der Teil. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Das war auch ein bisschen dürr. Einmal bitte alle mal durchschieben. Oder einfach alle bis auf einen töten, das geht auch. Nein! Geht weg, ihr Ratten. Mäuse. Fast das Gleiche. So. Da hinten muss ich am Ende wahrscheinlich hin. Schauen wir uns mal so ein bisschen hier weiter um. Da brauche ich einen Schlüssel. Egal, da oben ist er eben. Speicherkreis. Das heißt, es ist nicht so schlimm, wenn ich hier und da ein bisschen Schaden nehme. Nein, Wumpa! Den Wumpa kann ich leider nicht. So. Und so. Da könnte ich noch weiter runter. Da kann ich wieder hoch. Runter. Hoch. Okay. Und wieder runter. Und schauen uns hier noch ein bisschen um. Es geht sogar noch weiter runter. Bin ich nicht schon ganz unten? Nice. Vier und zwei. Das ist wieder mal eine gute Quote. Na gut. Einfach einen Raum, um Eier wieder aufzufüllen. Don't burn my ass! I need it! Ich glaube, für den brauche ich aber volle Eier, um den zu bekämpfen. Sonst brauche ich, glaube ich, gar nicht erst zu versuchen. Das heißt, hier kommen wir gleich zurück. Was kriege ich hier Schönes? Oh, nice. Das heißt, ich kann hier immer wieder die Eier auffüllen.
Das heißt, ich muss ihn aber jetzt so perfekt treffen, dass ich ihn direkt besiegen kann. Oder ich schnapp einfach eine Wassermelone und spuck ihn einfach tot. Geht das? Probieren wir es mal aus. Noch nie ausversucht. Bup. Das ging schnell. So. Easy. GG. Ja. Ne, da geht's nicht weiter. Okay. Dann haben wir soweit alles. Und können nach oben weiter. Sieht's aus. 4 und 2 noch. So. Ah. Einfach weggeflogen. GG für geiler Grieche. Immer. Musste mal durch die Lava durch. Durch die Lava mit Buhu. Oh Gott, das war zum Glück nicht knapp. Na, in die andere Richtung muss ich. Oder war es beim allerersten Mal, als ich durch die Lava musste, wo Buhus waren? Aber eine Blume. So, hier muss ich aufpassen. Geiler Grieches 666. Ja. Das wäre mein alternativer Name gewesen. Wenn ich nicht Jesse 666 genommen hätte. Und dann kann ich immer sagen, GG. Ich. GGEZ. GG Easy 666. Gibt's in Deutschland eine Stadt, die GG als Kennzeichen hat? Kann man das machen? Schnarch. Das gibt's wirklich. Okay. Nein, 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 nein! Triff mich nicht und lass mich raus. Okay, wir haben alles. Nur noch den Boss schaffen. Intense Gameplay. 10 out of 10. Ich hätte nicht gedacht, dass du so weit kommst, aber jetzt ist endlich Schluss. Ich mach dich fertig. Groß Gerau in Hessen. Stadt kenne ich sogar. Glaube ich. Hey, wieso springst du? Wasn't expecting that. Hab mich übrigens absichtlich getötet, ne? Also, dass er jetzt plötzlich da angesprungen kommt, dachte ich mir so, nee. Das macht er nicht. Bei dem Boss sind zwei Fragezeichenwölkchen mit Sternen versteckt. Stimmt. Spuck mal hier mal ein bisschen mehr. Nein! Geh mir aus der Sonne. Wo spuckst du hin? Wo ist der? Ist er da oben gewesen gerade? Ach, da hinten bist du. Willst du?
wieder runterkommen? Nicht? Okay, dann halt nicht. Wow! Ich muss sagen, das war ein gekonnter Sprung. Das war echt ein Ich habe eine einzige Stelle freigemacht in der Lava. Und genau in die ist er einfach mal selbst reingesprungen. Das war seine Entschuldigung. Dafür, dass er mich da gerade ein bisschen geärgert hat. So, und das war unser letztes Level mit Fanta Yoshi. Weiter geht's zu den lila Launebär. Ich habe keine Ahnung, wie der nochmal hieß. Die Nebelgrotte. Und unser nächstes Scrolling-Level. Das ist, by the way, die Very Long Cave. Ah. Okay. Im Englischen The Very Long Cave und hier Nebelgrotte. Okay. Okay, ich ging davon aus, dass die nicht runterfallen, können die mir auch nichts tun, aber falsch gedacht. Ich sollte weniger denken. Hier geblieben. Wait, da unten ist was gewesen. War das die einzige rote? Autsch, Münze. Oder waren da jetzt mehr als nur die eine? Wo gehst du hin? Man kann keine Clips hier teilen. Eigentlich schon. Sollte mittlerweile eigentlich erlaubt sein. Die Clips stehen, glaube ich, auf der Whitelist. Da. Sag ich doch. Das funktioniert sogar wirklich mal. Ist das etwa der erste geteilte Clip auf meinem Kanal? Oh. Ist auch nichts weiter. Oh, nice. Eine Blume. Einfach random so eine rote Münze an mir dran gespawnt ist. Man kann den Autoscroll-Part aushebeln? Echt? Wie? Ist wahrscheinlich eher dann so ein Glitch. Da unten hätte ich jetzt wahrscheinlich auch noch lang gehen können, ne? Da wäre auch 100 Pro noch Stuff gewesen. Speedrun Glitch. Huh. Mm-hmm.